In diesem Video geht es um die Kommunikation mit anderen Wikipedia-Editierenden. Dies geschieht in der Wikipedia über Diskussionsseiten. Wir sprechen darüber, wozu Diskussionsseiten gut sind, wie man sie effektiv nutzt, über einige der Konventionen und die sogenannte WikiCat, die man beachten sollte. Diskussionsseiten sind das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen Bearbeitenden der Wikipedia. Jede Seite auf Wikipedia, ob Artikel oder Wiki-Projekt oder Benutzendenseite oder was auch immer, hat eine zugehörige Diskussionsseite, zu der du kommst, indem du auf den Diskussionsreiter klickst. Die Diskussionsseite eines Artikels ist der Ort, an dem Editierende Änderungsvorschläge, Meinungsverschiedenheiten über Änderungen und andere Themen, die mit dem Artikel zu tun haben, diskutieren. Andere Diskussionsseiten sind für den Austausch über Wikipedias Regeln und Prozesse da. Diskussionsseiten von Benutzenden gibt es für die Kommunikation mit einzelnen Wikipedianerinnen und Wikipedianern. Wenn du eine Nachricht auf der Diskussionsseite eines Benutzenden oder einer Benutzenden hinterlässt, erhält die Person eine Benachrichtigung, wenn sie das nächste Mal auf Wikipedia ist. Um eine neue Nachricht auf einer benutzenden Diskussionsseite zu posten, klickst du einfach auf Abschnitt hinzufügen und fügst dann eine neue Nachricht und eine neue Überschrift für den neuen Abschnitt ein. Am Ende der Nachricht solltest du deinen Beitrag signieren, indem du 4 geschweifte Bindestriche, auch Tilden genannt, ins Bearbeitungsfenster einfügst. Das fügt automatisch deine Signatur ein, sobald du speicherst. Deine Signatur ist dein Benutzername mit einem Zeitstempel, der anzeigt, wann du die Nachricht hinterlassen hast. Du kannst auf Kommentare anderer antworten, indem du darunter im selben Abschnitt postest. Wikipedia-Diskussionen benutzen verschiedene Einzüge, um Diskussionsthreads zu erstellen. Jede Folgeantwort ist durch eine andere Einzugsebene gekennzeichnet. Wiki-Syntax für Einzüge ist eine Zeile, die mit einem oder mehreren Doppelpunkten beginnt. Jeder Doppelpunkt schafft dabei eine neue Einzugsebene. Antworten sollten also mit einem Doppelpunkt mehr als der jeweils vorherige Kommentar starten. Der Schlüssel zu effektiver Kommunikation auf Diskussionsseiten der Wikipedia ist, sich respektvoll auszudrücken und sich auf das Thema oder den Artikel der Diskussion zu konzentrieren und nicht persönlich zu werden. Und schließlich auf das Wohlwollen anderer Benutzerinnen und Benutzer zu vertrauen. Auch wenn du etwas falsch oder albern findest, hat besagte Person höchstwahrscheinlich dasselbe Ziel wie du, Wikipedia noch besser zu machen. Und vergiss nicht, deine Posts zu signieren und eine Zusammenfassung deiner Bearbeitung zu hinterlassen, jedes Mal, wenn du zu einer Diskussion beiträgst. Der einfachste Weg, innerhalb von Diskussionen auf dem Laufenden zu bleiben, ist, die Seite auf deine Beobachtungsliste zu setzen. Es gibt mehrere Wege, den Aktivitäten auf einer Diskussionsseite zu folgen. Schau mal auf Hilfe:Feeds für Details. Und jetzt viel Spaß beim Editieren!